Hallo, ha, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Episode von Tom Clancy's The Division mit the one and only Police Officer Rubel. Yeah, I have a new outfit, baby. I have a new outfit. So, wir sind hier gerade am Russendisco. Genau, wir gehen jetzt zur Russendisco. Genau. Zum russischen Konsulat. Herzlich willkommen, meine Lieben. Und ich werde euch gleich zwischendurch... Was macht sie jetzt? Ich bin verwirrt. Werde euch gleich zwischendurch mal ein paar... Sie werden begeistert sein. So ein Doktor, Candle oder Alice oder Liu oder so, die sind sich nicht einig. Will ein paar Krankenakten aus einer Praxis hier in der Nähe. Oh. Der Kram ist natürlich digital. Guck mal hier, ist was. Und die Computer sind nicht an. Also kommt da keiner ran. Bis sich jemand traut, da reinzugehen, die Dinger anzuschalten und sich die Aufzeichnungen zu schnappen. Die Versicherungen werden sicherlich entzückt sein. Meinen Sie nicht auch? So. Fliege. Der Gelbe hat mich weggeschnetzelt. Oh, du bist auch fast. Hey, hell yes. Halten, um aufzugeben. Alter, was war das denn jetzt? Ja, nee. Ja, ich sehe dein grünes Ding, aber ich glaube, ich kann da nicht hin. Ich bin jetzt auch, ich bin weg. Geiler Scheiß. Geht direkt wieder super los. Nee, wir dürfen hier nicht direkt so nah ran. Also das ist hier, wir dürfen nicht direkt so nah ran. Ich habe das ja gestern schon gemacht. Ich mach mal Murray Hill. Das ist schon der Einsatz gewesen, oder was? Ja, genau, das ist das russische Konsulat. Also wir müssen hier ein kleines bisschen hier hinten bleiben, so. Das ist ein bisschen fuckelig. Alter, was hat er mich erwischt hier? Komm, jetzt lauf, Frau. Lauf. Hier war auch gerade hammermäßig auf dem Sack. Ich kann hier überhaupt nicht schießen. Ich stand in der Deckung und liege trotzdem. Ich stehe, ich liege. Warte, ich komm. Bleib da. Ich hab grad meinen Superlink da. Oh, fuck. Nee. Oh, fuck. Oh, Gott. Was ist denn hier los, ey, Alter? Ja gut, wir fangen nochmal von vorne an. Neustart. Ja, ich habe da gestern auch ein paar Anläufe gebraucht, bis ich rausgekriegt habe. Ja, genau. Ja, genau, in der Explosionsrunde starten ist. Da bist du nicht verarschen. What? Was? Kannst du zu mir krabbeln? Fick die Hände, ey. Was ist das denn für eine Kacke hier, ey? Ich fass es nicht. Oh, ich komm mal zu dir, ihr Robbt. Ey, du musst weg da. Nein! Komm mal hier hin. Warte. Was zur Hölle geht hier gerade ab, ey? WTF, ey. Ja, super WTF. Ein Gelber ist weg. Alter. Team ist getroffen. Ey, fick dich! Nee. Alter, was ist das für eine Scheiße hier? Kannst aber warte mal, hier? Ich kann mich... Nee, irgendwie. Oh, fuck. Oh nein, dein Ding ist gerade kaputt gegangen. Oh, ey, was ist das denn? What the fuck? What the fuck? Je stärker wir sind, umso stärker werden die, oder was?
Nee, eigentlich nicht. Also 26er sind auch 26er. Ich ja, weiß aber das gar nicht, was ey. Abgeht hier. Ich habe die gestern alleine geschafft. Okay. Betreten eines sicheren Bereichs. Dann hole ich mir noch mal ein bisschen neue Munition. Ich höre hier nur bam, 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 bam. Ich geh mal wieder raus. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Nein, 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 nein. Ach, Queenie ist noch da. Okay. Was zur Hölle geht hier ab? Okay, der Typ ist schon mal weg. Also ich habe mir gerade mit meinen Credits ein besseres Präzisionsgewehr gekauft, aber sonst kann ich mich einfach nicht besser ausstatten. Ich habe einfach keine Kohle. Ja, aber wir haben es jetzt schon mal, da ist es schon mal ganz gut, weil wir haben jetzt schon mal die Kackwürste, die größten Kackwürste hier ausgeschaltet. Holy shit. Ich habe übrigens auch gerade alles freigeschaltet. Ich habe jeden Flügel schon freigeschaltet. Komischerweise. Und ich habe jetzt hier diese Superheilfähigkeit. Hast du das gerade mitgekriegt, dass ich die einmal ausgelöst habe, Rübchen, und dich dann irgendwie mitgeheilt habe? Nee. Wo ja, müssen wir lang? Hier, über die Straße. Hier müssen wir rein. Ja, aber hier. Der zeigt mir da hinten irgendwie. Ja, wir können aber auch hier rein, soweit ich weiß. Hier einmal hoch. Oder? Was war das denn nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Warte mal, ich gehe mal eben kurz hier hoch. Ah ja, genau hier. Zum Büro. Okay, jetzt müssen wir in den Serverraum gucken. Lass mich mal eben scannen. Hier hinten müssen wir hin. Da hinten sind zwei Jungs. Ah ja, genau. Da müssen wir durch die Tür hier hinten durch. Hier ist eine Tür, anders kommen wir da nicht rein. Oh ja, super. Push what? Push the button. Push the button. Kommen wir doch anders hin. Wo bist du denn jetzt? Keine Ahnung, ich kann hier mit irgendwas interagieren. Ah ja doch, das ist die Tür jetzt. Oder? Wo bist denn du? Ich bin hier außen rum, ich bin meiner Suchermine hinterher. Ach, da hinten hin. Jetzt hier runter oder was? Hier sind übrigens auch noch Container, da kannst du mit interagieren. Da kriegst du auch noch Zeug, wenn du Glück hast. Die stehen immer in den kleinen Büros. Den Code für den Serverraum finden müssen wir nämlich hier. Der ist irgendwo hier in diesen Dingern drin. In diesen Containern. Aber ich glaube, ich habe ihn. Ja. Ich habe ihn. Hä? Ich benutze mein Tastenfeld. Guck mal, jetzt kann ich hier Tastatur benutzen. Das war die schnellste Reaktion, die je aus der Praxis von Dr. Katz kam. Das sage ich Ihnen. Jawohl. Allein die Anmeldeformulare. Na, unwichtig. Aber das war ja nur ein Nebeneinsatz. Das war ja gar nicht das Konsulat. Ah, nee, okay. Noch nicht. Ach so. Okay, dann hat er mir das doch richtig angezeigt. Alright. Okay, dann müssen wir dann dahin. Oha. Da ist aber noch jemand, oder? Ist das ein... Ah, ne. Das ist ein Bedürftigen. Hier, russisches Konsulat ist hier. Genau, da rein. Normal lassen wir, oder sollen wir schwer machen? Wir haben Funksprüche des Nee, machen wir erstmal normal. Offenbar haben die dieselbe Botschaft des Immunologen erhalten wie wir. Durchsuchen Sie das Konsulat und finden Sie ihn. Wir melden uns, wenn wir mögliche Verstecke identifiziert haben. So, hier kommen jetzt gleich Gegner.
Okay. Ach so, das ist gar nicht sein. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Komm wieder von oben. Ah. Liege. Ich bin sofort bei dir. Du kannst auch den Koffer werfen, wenn du hast. Wo bist du? Links von dir. Danke. So. Dankeschön. Na, Furg, was für eine scheiß Deckung, ey. Okay. Mit dem automatisch auslösen, das habe ich noch nicht gecheckt. Oh, wow, 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 my friend. Gut. Okel dokel. Das war's jetzt erstmal. Hat hier jetzt irgendeiner von denen was für mich verloren? Nö. Ja doch, der hier. Aber sonst nichts. Genau, wir müssen hier hoch. Ich muss da eben da oben hoch, da liegt noch was. Okay. Genau, wir können hier auch noch in die einzelnen Dings rein. Hier gibt es nämlich auch noch diese Container. Kannst mal gucken, da gibt es auch noch das ein oder andere Gimmick, was man hier einfach mal abholen könnte. Und ansonsten gehen wir dann einfach mal hier rein und die Treppe hoch. Ansonsten ist hier nämlich nichts mehr, glaube ich. Nein. Mhm. Okay, dann müssen wir hier die Treppe hoch. Ah, hier ist eine Auffüllkiste für Knarre und so. Ding dong. Ah, okay, jetzt weiß ich. Das LMB eliminieren. Okay, hier haben wir jetzt noch ein paar Schnuten. Ich glaube, das Wort. Ja. Sieht so aus. Alright. Können wir hier wahrscheinlich auch wieder rumlaufen und gucken, ne? Warnung. Ja. Feinde nähern sich ihrer Position. Da kommt jetzt jemand. Oh, 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 ja, ich sehe es. Na, jetzt lauf doch hier vorbei, Frau. Komm wieder von da vorne.
Das waren sie aber, ne? Ja. Jo. Können wir hier oben noch in die Räume gucken, ganz kurz? Ja, kannst du machen. Auf jeden Fall. Ich würde auch jeden einzelnen Schrank mal ablaufen, weil da kann nämlich auch noch was drin sein. In diesen ganzen Dingern. Da hast du wahrscheinlich nichts gehabt, ne? Ne. Ah, doch, hier ist eine Dings. Da kann ich einen Schal rausholen. Hier ist, ach so, hier ist die Munitionskiste. Okay, dann mache ich nochmal voll. Was haben wir denn hier? Ja, genau. Munition ist auch nicht schlecht. Nie verkehrt. Ja, dann laufen wir mal weiter, wa? Warte, ich komme. Moment, Moment. So, ich muss noch eben hier hinten ein paar Sachen aufsammeln. Blendgranate. Granori, Renori. Du bist ne Granori, Renori. Hier ist nochmal eine Dingskiste. Ja. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Jawohl. Ich weiß leider auch nicht genau, wonach Sie suchen müssen, Agent. Ach bei nein, Chernenko Jessica. Trotz allem irgendwie gearbeitet haben. Also Notizen, Tagebücher, alles in der Art. Halten Sie die Augen offen, okay? Mhm. Halten wir, Fräulein. Okay, hier ist auch nochmal eine Kiste. Jetzt sind aber viele Munitionskisten hier. Ja, und ich bin voll, voll, voll. Ah, okay, da gibt's... Ah, Serverraum. Serverraum solltest du hier bleiben, hinter der Mauer, Mausebär. Und zwar hier, an dem Punkt. Okay. Wenn du da bleibst, dann können wir die schön abfangen. Okay, da passt ja nur einer hin. Hm, vielleicht kann ein anderer... Ein anderer durch die Scheibe bumsen. Nee. Ansonsten vielleicht einfach mal so. Ihre ShadeTech registriert viel Hardware. Was wollen die Russen bloß mit so viel Rechenkapazität? Okay, wir sind immun. Umständen spionieren. Momentan. Jetzt wird Chernenko die Prozessoren nutzen, um analytische Modelle des Virus durchzuspielen. Wenn sie Computer sehen, mitnehmen. Vielleicht befindet sich seine Arbeit darauf. Du hast den Computer aktiviert, ne? Ja, anscheinend. Also. Ich, weil da kommen nämlich jetzt noch mehr. Nee, noch nicht. Der ist, glaube ich, hier oben, der Computer. Nee, da unten. Hä, wieso hat er mir das gerade nicht angezeigt? Achtung, Zugriff auf Netzwerk. Zugriff erfolgt. Uplink wird eingerichtet. Hä? Wir ziehen uns seine Daten runter. Was ist das, Doktor? Das sind gemappte RNS-Dateien. Ich weiß nicht, wofür sie gut sind, aber das sind Unmengen von Chernenko. Ja, da kommen jetzt noch ein paar. Agent, ich brauche diese Daten und zwar alle. Ja. Glaube ich. Warnung. Gegenmaßnahmen entdeckt. Beginne. Warnung. Netzwerkprivilegien entzogen. Okay. Ah, jetzt kommen aber noch ein paar. Agent, die Übertragung stoppt. Wir wurden gehackt. Agent, was es auch war, es wurde ShadeTech eingesetzt. Das heißt, irgendjemand in ihrer Nähe nutzt diese Technik. Das macht ihn zu unserem neuen Ziel. Ah, genau, da sind sie. Holen Sie diese Technologie zurück und Chernenkos Daten gleich mit. Ach, deine Suchermine geht hinter denen her. Das ist ja geil. Ja. Das ist ja richtig cool. Puh. Wo ist der Typ? Ich hab den doch da gerade gesehen. Wow, hier ist ein Gelber. Von wem kriege ich denn hier so auf die Fresse? Ich bin tot. What the fuck? Von wem habe ich denn hier so auf die Schnauze gekriegt? Von unten oder was? Wo bist du? Oben. Ach, fuck. Du denn? Wo bist du, links oder rechts hochgegangen? Links, aber du kannst hier ganz hinten ans Ende vom Serverraum quasi zum Anfang gehen. Da ist auch eine Leiter. Komm, geh hoch. Ich muss die Queen hier retten. Ah, da bist du. Oh. Danke. Meine Fresse. Wo sind die Jungs? Ach, da hinten ist der Gelbe.
das noch nicht so ganz verstanden. Ah. Okay, die anderen Jungs sind fertig gleich. Der Gelbe ist auch tot. So ein Gelber, ich weiß nicht, wie viele hier sind. Ich glaube, da war nur einer. Aber da unten sind noch welche. Das gibt's doch nicht, oder? Ja, die stellen so Heildinger auch auf. So, jetzt sind's aber beide tot. Ja, was ist noch einer da? Ich hab noch ein rotes... Aber wo? Frag ich mich auch gerade. Ich lauf mal eben rum. Also der ist tot. Der ist tot. Ah, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Wo ist er? Hier bei mir. Ach, da hinten. Ach, der versteckt sich, der kleine Drecksack. Jo. Da ist er dead. Du kleine Fuckelmaus. Oh, wow. Ups. Okay, jetzt müssen wir hoch nach da hinten. Nee, nicht hoch nach da hinten, runter nach da hinten. Tastenfeld benutzen. Guck mal, hier ist wieder auffüllen. Yes, ja. Was haben wir noch? Dass man das nicht gleichzeitig benutzen kann, ist so unfassbar doof. Da müssen wir hier rein. Und hier ist ein Computerterminal. Analysiere Sicherheitssystem. System analysiert. Sicherheitsprotokolle deaktiviert. Sicherheitstüren geöffnet. Yes. Okay. Ja, Putin, hast du nicht genug gesichert hier, dein Konsulat, wa? Kacke, ne? Jetzt sind wir hier drin, die Deutschen. Die Deutschen sind hier drin. Jawohl. Wir sind ja eher Amis. Nein, wir sind die Deutschen. Wir infiltrieren alles. Wo sind sie? Na. Hm. Was? Hat er jetzt Hurenarschlöcher gesagt? Oder? Ich glaube, bis zum letzten Mann, ihr Arschlöcher, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte jetzt gerade sagen, sag mal, Junge, bist du bekloppt? So was sagt man noch nicht. Ist aber schön hier gemacht, also kann man... Das sieht super aus, ne? Setting ist geil. Ja, Wahnsinn. Yes, ja. Ach, da oben ist noch einer. So. Ein Flügel. Ein Flügel. Ein Flügel. Echt cool gemacht, also. Ja, also ich muss echt sagen, vom Setting her ist das Konsulat echt super geil. Ja, und auch riesig. Sind Konsulate so groß? Ja. Unnötig, Sir. Der Ivan sitzt in einem gesicherten Raum. Warte mal kurz, Moment. Die JTF ist auch hier, aber die ist kein Problem. Na, jetzt geh doch hier rüber, Mann. No. Also. Wie lange geht's denn? Sollen wir noch hier einen Cut machen, oder? Ich glaube, so... ich weiß es nicht mehr genau.
Ich würde sagen, dann machen wir hier einen Cut. Wir sind bei 25 Minuten. Genau, machen wir hier kurz einen Cut. Jawohl. Genau, 25 Minuten. Wir sind immer noch im russischen Konsulat, meine Lieben. Und ja, wir freuen uns. Wir werden jetzt hier gleich weitermachen. Das Bild ist sehr schön da an der Wand. Viele Bilder sind hier sehr schön. Ja. Ja, es ist hier sehr geschmackvoll im russischen Konsulat. Wir werden nachher weitermachen. In der nächsten Folge, die ihr seht, dann wohl am Mittwoch. Jo, bis dann. Ciao. Ciao.